Ja, herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Teil des Let's Plays zur Unpacking. Ich habe den letzten Teil abgebrochen, ungefähr auf der Hälfte der Spielzeit, für die aktuelle Wohnung abgebrochen, in der Hälfte der aktuellen Spielzeit. Einfach um einen Punkt zu setzen, an dem ich ganz gern heute wieder einsteigen möchte. Und ich will gar nicht viel Zeit verlieren, denn grundsätzlich ist über das Spiel das meiste gesagt und deswegen gehen wir direkt in die Wohnung vom Januar 2013. Ich habe das Spiel verlassen an einem Punkt, an dem es im Wesentlichen darum ging. Moment, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen kleiner machen. An einem Punkt, an dem wir entdeckt haben und ich zweites Mal entdeckt, das war mir nicht mehr so stark in Erinnerung, dass unsere Protagonistin nicht nur in eine größere Wohnung zieht und wieder mit ihrer Arbeit beginnt, also das heißt wieder zeichnet, sondern dass sie offensichtlich nach dieser Phase in ihrem Leben jetzt sich zu ihrem jüdischen Glauben bekennt, indem sie den Leuchter als ein eindeutiges Signal in ihrer Wohnung aufstellt und mitnimmt. Und ich würde dem ganz gerne einen Platz auf diesem Tisch geben, zusammen mit den entsprechenden Utensilien, sodass er hier tatsächlich im zentralen Raum einer Wohnung, der Küche, tatsächlich gut sichtbar ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kerzen damit kombinieren kann. Na, das kann ich nicht, das sind Streichhölzer. Und das Zweite, was ich herausheben möchte, ist, unabhängig davon, dass unser Protagonist im Walter Kreis ist, durch Europa und nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Großbritannien und nicht in den Niederlanden lebt, offensichtlich an den Gehstock gebunden ist. Was mich dazu führt, dass wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, dass sie 1997 13 Jahre alt ist, 2000 dann dementsprechend 16 Jahre, dass wir jetzt hier mit 2013 auf unsere Protagonistin schauen, Ende 20, also mit 29, 30 Jahren ungefähr. Was passiert ist, warum sie den Stock braucht, kann ich nicht erschließen. Wichtig scheint für mich nur zu sein, dass sie diesen Stock offensichtlich nicht mit in ihr Elternhaus gebracht hat. Also irgendwas ist zwischen ihrem 28. und 29. Lebensjahr passiert. Möglicherweise war es ein Unfall oder ein anderes schwerwiegendes Ereignis, sodass sie sich dann dazu entschlossen hat, mit einem anderen Bewusstsein auch auf ihren religiösen Hintergrund zu schauen. Das sind aber alles nur Mutmaßungen. Und ich würde ganz gern nach dem Blick in ihr Arbeitszimmer, um nochmal einen Aspekt herauszuheben, nämlich, dass sie jetzt anfängt, Sketches zu zeichnen von dem Schwein als Charakter. Mal sehen, wie weit das Ganze noch geht. Anfangen einfach den Rest noch auszupacken in ihrer Wohnung. Und ich richte mich jetzt aber schon mal darauf ein, dass wir hier wieder in dem höchsten Maß Socken sortieren müssen. Ja, das ist der Fall. Aber hier haben wir noch... Oh, das ist neu. Das stellen wir gleich mal ins Arbeitszimmer. Ein Skizzenbuch mit tatsächlich mit Pflanzen. Bisher hat sie vor allen Dingen Tiere gezeichnet. Das ist ein Rock. Was ist das? Ja, müssen wir nicht erschließen. Irgendeine Dose halt. So. Schauen wir erstmal, wie viel Bügel wir überhaupt dabei haben. Schuhe. Das ist eine Bluse, die legen wir erstmal hier ab. Der zweite Schuh. Und dann ist der Karton leer. Die Wärmflasche können wir ruhig hier unter das Bett legen. Und die Bügel, die hängen wir gleich mal in den Schrank. Und fangen vielleicht mit den Hosenbügeln an. So, okay. Die Bluse können wir eigentlich gleich auf den Bügel hängen. Die werde ich nicht in den Schrank legen. Der Schrank sieht sehr rudimentär aus, also ein paar Plastik
Plastikkisten. Ah, das ist ihre Familie. Ne, die lassen wir mal im Schlafzimmer. Da steht sie schon ganz gut, glaube ich. Da kann der Wecker eigentlich hier hoch auf den Sims. Da muss man gleich aufstehen. Ah, was ist denn das? Ah, das ist eine Kerze. So, das können wir gerne auch gleich hier hinstellen. Und die Ersatzkerze noch daneben. Oh, das sind aber viele. Dann können die Ersatzkerzen vielleicht mit hier zum MP3-Player. So. So, Wäsche. Noch ein Bügel. Noch ein Bügel. Dasselbe Sammelsurium wie schon in der in ihrer allerersten Wohnung. So. Zweiter Schuh. Noch ein T-Shirt. Da waren die Röcke, ne? Genau. Noch ein Bügel. Noch ein Schuh. Ihre Tasche. Okay. Ein Shirt. Das sind teils die alten Shirts, die sie schon getragen hat. Noch eine Jeans. Ne, halt. Nochmal Wäsche. Noch ein Schlafanzug. Wird es werden? Genau. Die sind neu. Die sind neu. Das Symbol dürfte jetzt in der letzten Zeit ziemlich häufig bedient worden sein. Eine Regenbogensocken. Da in dem Spiel hier nie irgendwas zufällig ist, würde ich mal davon ausgehen, dass auch das für uns noch relevant werden wird. Also entweder sympathisiert sie mit der Bewegung für sexuelle Freiheit der sexuellen Orientierung. Wir warten mal ab, was das bedeutet. Also ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen. Also, es würde aber in die zur Identitätsstiftung passen, ne? Also, dass sie sich ihrer Identität bewusst wird und dem ganzen Ausdruck verleiht. Und insofern ist es vielleicht neben dem Leuchter in der Küche gar nicht so ein unauffälliges Zeichen. Oh, das Schwein. Jetzt hat es noch einen weiteren. Jetzt habe ich die Socken falsch eingeräumt. Ah, das ist ärgerlich. Hätte ich doch gleich die flachen nehmen können. Das sieht schon arg lädiert aus, das Schwein. Und bekomme ich denn die Socken und das alles in einfach? Wie sind das denn? 6 Stück? Ja, das sollte sich ausgehen. Dann probieren wir das da einfach mal. Aber es zieht von Wohnung zu Wohnung mit. Das muss man auch mal sagen. So, noch schnell die Unterwäsche einsortiert. Ja, das scheint so zu sein. Okay. Bügel, Mensch, so viele Bügel, so viel braucht kein Mensch, so viele Bügel. Vor allen Dingen sie nicht mit ihrem bisschen Zeug. Okay. Es wird ein bisschen farbenfroh insgesamt. Schön. So, noch eine zweite Hose, noch ein Hosenbügel. Und dann war das jetzt mit dem Karton. Gut, dann probieren wir erstmal. Schnell noch die Sachen hier zu hängen, die. Also, da hat man eine Jacke. Das war ein Hemd. Dann haben wir einen Hosenbügel.
Das war ein Kleid. Hui. Braucht das ein Bügel? Ja. Also ein Kleid. Da haben wir da, glaube ich, noch eine. Das war eine Strickjacke. Wenn wir so viel Platz haben, dann können wir das auch alles hängen. So, jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Genau, die Röcke hängen wir auch. So, die Hosen bekommen wir auch runter. Das ist gut. Die können wir auch hängen. Ich mache das einfach mal ein bisschen raus jetzt, damit das jetzt nicht so lang dauert. Oh, was ist das? Das ist neu. Das kann ich nicht interpretieren. Sieht aus wie so eine. So. Unabhängig davon, was ich mir gerne nochmal anschauen würde, sind die Shirts. Die Shirts sind ja nie zufällig gewählt. Okay, eine Wolke. Das kannten wir schon, glaube ich. Ja, das ist ihr Spielershirt. Gut, das scheint jetzt nicht so von herausragender Bedeutung zu sein. So, gut, dann können wir, glaube ich, vielleicht die Blusen noch hängen. Nehmen wir auch mal das noch mit dazu. Oberteile. Dann hängen wir gerne auch noch das hier rein. Gut. Hat sie mehr Platz im Schrank, als sie braucht. Und dann können wir die Röcke noch dort einsortieren. Und das waren ihre Schlafanzüge. Die sollten jetzt übereinander passen. Gut. Und dann ist noch ausreichend Platz für ihre Schuhe. Also es ist eine wirklich geräumige Wohnung. Ich glaube, sie hat verstanden, dass sie einfach Platz für sich braucht. Hat aber auch gleichzeitig ein bisschen reduziert. Das soll heißen, Plüschtiere sind es jetzt nicht mehr arg so viele. Aber das Schwein sieht schon sehr fertig aus, ne? Also das heißt, sie hat es geflickt, klar. Aber das ist schon ziemlich fertig, das Schwein. Mal sehen, wie oft das noch mit umzieht. Aber entscheidender scheint ohnehin zu sein, dass sie jetzt scheint mir, also bedeutender scheinen mir die Regenbogensocken zu sein und tatsächlich ihr der Kerzenleuchter, der auf ihren Glauben hinweist. So, wo ist jetzt die alte Tasse? Da ist er. Die scheint mittlerweile aber fest zum Inventar zu gehören. Schließen wir das Ganze mal. Diese ganzen kleinen Sachen, das weiß ich nicht, was das ist. Das ist auch das jetzt ja. Das klappert. Das ist süß. Okay. Gut, das können wir alles stapeln. Pflaster. Ein Luffer. Und Insektenvernichtungsmittel. Das geht wieder in die Küche. Da war noch ausreichend Platz dafür. Da würde ich ja am liebsten die Mikrowelle auch gleich noch mit reinstellen. So, Handseife. Mal sehen, ob wir da alles hinbekommen. Toilettenpapier. Noch eine Schminktasche, wie es aussieht. Ersatztoilettenpapier. Eine Waage. Ja, ist der Untergang der Freiheit. So, Haufen. Hat man das hingestellt? Das wird mir bestimmt gleich wieder angekreidet, dass es da nicht hingehört. So, das ist eine, sieht mir nach einer Mundspülung aus. Das stelle ich erstmal da hin. Jetzt kommt das Ganze, alle Seifen noch für die Badewanne und Dusche. Das platzieren wir gleich. Also ein Mülleimer. Nee, nicht auf die Toilette. Machen wir daneben. Das Handtuch natürlich nicht auf dem Fußboden. Das Glätteisen bekommen wir sicherlich gut hier irgendwo unter, genauso wie den Rasierer. Das Parfüm kann ruhig mit hier oben stehen. Kann ich das? Ah, das ist doch viel einfacher.
tun wir da den Rasierer rein. Die ganzen kleinen Dinge. Die Mundspülung, kriege ich die hier unter? Das wär nur wirklich sinnvoll gewesen. Probieren es nochmal so. Geht doch. Okay, dann die Seife. Zahnpasta kann hier rüber, Seife hier hin. So, jetzt versuche ich mal das ganze andere Zeug hier noch mit einzusortieren. Pflaster. Gut, das passt da rein. Schön. Ups. Dann haben wir hier unten natürlich überhaupt kein Problem. Da kann man das gut. Ach, wunderbar. Es ist doch schön, mal in einer Wohnung zu wohnen, in der ausreichend Platz ist. Dann kann man sich mit der Sortiererei etwas zurückhalten. Ist es wieder Küche, ne? Da haben wir beim letzten Mal schon. Nee, doch nicht. Ich weiß immer noch nicht. Also, okay. Das scheint so ein Raumspray zu sein. So, hier ist eigentlich alles in Ordnung, oder? Ja. Also hier darf ich es nicht hinstellen, aber hier ist okay. Naja, geschenkt. Nee, auch nicht. Gut. Also dann lege ich es mal ins Wohnzimmer auf die Couch. Gibt's ja nicht. Gibt keine Couch. Hä, was soll ich das denn? Ach, das ist ein Badehandtuch. Ja, klar. Kleines hierhin, großes hierhin. Gut. So, Arbeitszimmer. Was passt da? Ne, Arbeitszimmer passt. Was soll ich damit machen? An die Wand hängen. Und was soll das sein? Kann man auch daran hängen. Gut. Ich glaube, im Wohnzimmer war es auch ursprünglich. Nee. Du gehst halt hier rein. Ist mir auch recht. Und du. So. Okay. Wunderbar. Das war das Jahr 2013. Unsere Protagonistin ist aus ihrem elterlichen Haus wieder in eine eigene Wohnung gezogen, mit sehr, sehr viel mehr Platz. Also wir haben jetzt von 28 auf 29, 30 ungefähr den Sprung gemacht. Und es scheint in dem letzten Jahr für die Protagonistin was sehr Einschneidendes passiert zu sein. Also möglicherweise, und darauf deutete der Gehstock hin, ein Unfall oder eine Verletzung, eine schwerwiegende, kann man nicht rausschließen. Aber möglicherweise hat die dazu geführt, und das wäre jetzt eine Interpretation, ich weiß nicht, ob man sich da anschließen kann, die dazu führt, dass sie sich ihrer selbst eher bewusst wird und zum Beispiel ihre Religion offen ausstellt. Und zum Zweiten, und das scheint mir auch nicht so ganz zufällig zu sein, Regenbogensachen hat. Als Zeichen für eine Zugehörigkeit und eine Sympathie für die Bewegung für geschlechtliche Gleichstellung und Gleichberechtigung. Ja. Ist auf alle Fälle in der Form interessant. Jetzt schauen wir mal noch, was sie zu ihren einzelnen Räumen sagt. Hier kommen noch meine Bilder hin. Also das heißt, sie setzt bewusst auf ihre eigene Identität und das, was sie selbst hervorbringt. Und auch wenn möglicherweise das mit einer Kraftanstrengung verbunden war, diese neue Wohnung. Ja, also man sieht, sie hat natürlich auch Kompromisse machen müssen. Wir gucken nochmal in die Küche rein. Also die Küche ist nicht neu. Man sieht überall Gebrauchsspuren an der Küche, am Kühlschrank. Und sie hat wahrscheinlich wirklich mit einem kleinen Budget hier gearbeitet. Sieht man auch daran, dass sie jetzt hier keine Möbel hat im Wohnzimmer, sondern nur zwei seine Sitzsäcke. Und
Ja, aber es ist eine schöne Wohnung. Also, die passt zu ihr. Okay. Schauen wir mal, was ist zum Wohnzimmer? Was wir zum Wohnzimmer lesen? Okay. Also, das ist nochmal so der Indikator dafür, dass es offensichtlich wirklich mit dem Finanziellen nicht so gut steht. Aber so eine neue Wohnung ist auch eine Herausforderung. Schauen wir mal noch nach dem Bad. Das glaube ich gern. Und jetzt fehlt uns noch das Schlafzimmer. Und es ist ein Doppelbett. Das ist auch ganz interessant. Hier machen wir den Schrank zu. Was sagt ihr dazu? Ein Doppelbett ganz für sie allein. Also sie genießt den Platz, den sie hat, wie man auch schon am Bad gesehen hat. Okay, das war das Jahr 2013. Unsere Protagonistin ist 29, 30 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich würde mal einen Blick wagen, in welches Jahr wir jetzt springen, aber noch nicht anfangen auszupacken. 2015, 2 Jahre später. Und mit 2015 würde ich sehr gern beim nächsten Mal weitermachen. Und ich werde jeden Sonntag eine Folge veröffentlichen. Die ist jetzt ein bisschen kürzer geworden als die anderen. Wir sind jetzt bei ungefähr 22, 23 Minuten. Ich versuche immer ungefähr eine halbe Stunde das Ganze zu machen. Und denke, dass wir hier noch die ein oder andere Überraschung erleben werden. Also ich werfe vielleicht doch schon mal einen kleinen Blick rein. Also sie hat offensichtlich eine Couch bekommen. In der Küche hat sich, so wie ich das sehen kann, nicht sehr viel getan. Auf einmal sind hier aber Pflanzen sichtbar. Die fehlten bisher in ihrer Wohnung. Und sie hat eine neue. Sie ist gereist. Und zwar nach Schweden. Also mittlerweile weiß ich wirklich nicht. Ja, vielleicht kommt sie aus Deutschland. Wäre ja denkbar. Okay, das ist ihr Arbeitszimmer. Das sieht nach einem Preis aus. Oder nach zwei Preisen. Hier ist ihr neues Notizbuch gewesen, das wir gesehen haben. Hier neue Sketche. Okay, auch hier Blumen. Grün, auch hier grün. Ja, das wird spannend. Also da freue ich mich drauf. Wichtig ist schon mal dieser Hinweis, dass offensichtlich wir Paris, Italien, also Frankreich, Italien, Großbritannien, die Niederlande und Schweden ausblenden können als mögliche Länder, aus denen sie kommt. Ja, und vielleicht lebt sie ja wirklich. Spanien käme noch in Frage. Oder Deutschland. Und wenn man sich so genau anschaut, ach, vielleicht ist es dann doch Deutschland. Wer weiß es schon. Gut, das soll es aber für diesmal gewesen sein. Ich würde jetzt gerne das Spiel verlassen. Freue mich auf die nächste Folge 2015. Und die dürfte dann schon fast im Dezember erscheinen. Oder bin ich jetzt total falsch? Also jetzt im Verlauf des Novembers. Und ich zeichne die Folgen ja vorher auf und packe sie immer nur sonntags in den Stream. Ich denke, dass wir bis Weihnachten damit durch sind mit diesem Spiel. Und freue mich schon auf die nächste Runde hier bei Unpacking. Also bis dahin, ciao.